Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich für euch Binding of Isaac Four Souls. Ja, jetzt frisch bei Kickstarter ausgeliefert worden. Ein astreines Kartenspiel, so ein bisschen Munchkin-Style mit Würfeln aber dazu. Und da haben wir von 2 bis 4 Spieler 30 Minuten bis eine Stunde Spieldauer. Ja, worum geht's thematisch? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Thema selber, also das ist auf einem Computerspiel basierend und ich bin in dem Thema absolut nicht drin. Ja, ich habe das noch nie gespielt und so, aber da hilft einfach mal auf YouTube die Suche starten, Binding of Isaac, und da könnt ihr euch dann ansehen, worum es in dem Videospiel ja eigentlich auch geht. Ja, mich hat damals bei dem Projekt das Artwork angefixt. Ich fand das recht nett, ja, und dazu noch eine Würfelmechanik und Monster bekämpfen und ja, Semikop. Ja, warum nicht? Der Preis war auch nicht so teuer, also ein schönes Projekt, der damit knapp 33 Dollar auch geschafft hat, über 2 Millionen zu kommen. Ja, also wirklich eigentlich ein sehr tolles Projekt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das Ganze jetzt erstmal auf dem Spieltisch an und später dann im Fazit, wie meine Meinung zu diesem Spiel ausgefallen ist. Bis gleich. Und da sind wir auch schon auf dem Spieltisch. Ja, erkläre ich euch erstmal, was ihr hier alles sehen könnt. Ja, wir haben hier zum Beispiel ein Loot-Deck, ja, das sind so Standard-Loot-Karten enthalten, oder ein Monster-Deck und ein Treasure-Deck, ja, die Schatzkarten hier, das sind Items, die ihr dann benutzen könnt. In diesen Loot-Karten befinden sich Standard-Karten, ja, sowie bessere Ereigniskarten, ja, oder auch manchmal auch seltene Gegenstände, die ihr finden könnt, aber generell eigentlich nur Münzen oder einfach Sachen, die euch kleine Boni verschaffen. Hier zum Beispiel Blank Rune, da würfelt ihr aus, was ihr bekommt. Sind auch ganz lustige Sachen dabei manchmal. Aber meistens jedoch so Goldmünzen. Ja, dann natürlich noch ein Gegnerstapel, also wenn ihr die ganzen Karten sehen wollt, schaut euch bitte mein Unboxing-Video an, da habe ich echt so gut wie alle Karten gezeigt. Ja, dann bekommt jeder Spieler einen zufälligen Charakter, ich habe hier schon einen gewählt, der Lost zum Beispiel, ja, wir haben hier einiges an Charakteren und das zugehörige Start-Item noch, ja, da kann man diverse Start-Items noch dazu zu seinem Charakter, wichtig, die sind Eternal, ja, da steht Eternal drauf, dieses Item kann er niemals verlieren, das gehört zu diesem Charakter dazu. Dann gibt es 2 Monster-Slots, die werden aufgefüllt mit Monsterkarten. Wenn ihr Ereigniskarte ziehen würdet, dann abwerfen, unten reingeben und dann ein neues Monster ziehen. Und hier haben wir dann 2 Items ausliegen, das ist der Markt, an dem ihr einkaufen könnt. Ja, Ziel des Spiels ist es, Seelen zu sammeln. Ja, wir sehen hier, er ist schon eine Seele wert. Der Spieler, der als erstes hier 4 Seelen einsammeln kann, hat das Spiel sofort gewonnen. Ja, da gibt es auch noch Monsterkarten, die dann hier Seelen abgedruckt haben. Ja, mal schauen, wenn wir da noch eines finden. Das sind so eine Art Bossmonster dann. Artie Little Horn zum Beispiel. Wenn ihr den besiegt, eine Seele für euch plus einen Loot. Und wer als erster 4 hat, hat eben das Spiel gewonnen. Ja, ihr seid abwechselnd an der Reihe, nehmt euren Zug und ihr seht hier die Übersicht eines Spielerzugs, die wir jetzt durchgehen werden. Wir haben hier zum Beispiel Punkt 1. Als erstes werden alle Karten wieder bereit gemacht. Ja, ihr könnt ihr eure Items benutzen, hier mit diesem Tab-Zeichen hier, dreht es seitwärts und könnt den Effekt eurer Karte dann benutzen in eurem Zug oder auch im gegnerischen Zug. Und wenn ihr dran seid, dürft ihr sie wieder refreshen. So, dann Loot. Jeder Spieler startet mit 3 Loot-Karten. Und wenn Punkt Loot kommt, dann dürft ihr am Anfang nach dem Refresh eine Loot-Karte ziehen und auf die Hand nehmen. Als drittes kommt die Action-Phase und hier haben wir 4 Sachen, die ihr durchführen könnt, aber nicht müsst. Ja, wir können eine Loot-Karte ausspielen von der Hand. Da bekomme ich jetzt zum Beispiel Gold, ja, also in meinem Zug eine Loot-Karte gratis ausspielen. Oder ich kann Punkt 2 nehmen, zusätzlich natürlich noch, und ich kann das auch, muss das nicht in der Reihenfolge machen, die kann ich auch mischen. Ich kann hier im Markt einkaufen. So eine Karte kostet mich 10 Gold, ja, dann zahle ich das Gold und nehme mir ein Item und lege es vor mir ab und rüste mich damit auf natürlich.
Ja, dann darf ich aber noch entscheiden, statt hier einzukaufen, einfach ein zufälliges Item zu kaufen, oberste Karte ziehen und kaufe mir dieses Item. Hier zum Beispiel das Relikt. Ja, wenn irgendwer eine 1 würfelt, dann darf ich Loot 1 machen, ja, ziehe hier dann eine Lootkarte, nehme sie auf die Hand. So, das ist natürlich toll, bei 4 Spielern triggert das ziemlich häufig. Dann Punkt 3, ein Monster attackieren. Ihr dürft in eurem Zug ein Monster bekämpfen. Ja, da wählt ihr eines dieser beiden ausliegenden Monster und bekämpft es. Wie funktioniert das? Ein Monster hat hier 2 Leben. Ihr trefft es bei einer 4 oder höher. Und wenn ihr es nicht trefft, macht es euch einen Schaden. Ja, euer Charakter hat dieselben Werte hier. Ein Leben, ein Schaden. Also wenn ihr trefft, verursacht ihr einen Schaden. Wie funktioniert das dann? Ja, ihr kämpft bis zum Tod, bis einer von euch tot ist. Dann würfelt ihr eben die Karte. Und nach dem Würfelwurf könnt ihr noch Lootkarten spielen, sofern ihr noch keine gespielt habt, um euren Wurf zu modifizieren, Items tappen, um euren Wurf zu modifizieren. Die Gegner können dasselbe natürlich auch machen in eurem Zug und euren Würfel modifizieren. Und jetzt hätten wir eine 5 zum Beispiel. Hätten den getroffen, mache ich einen Schaden drauf. Ja, dieser D8 ist nur zum Anzeigen des Damages. Ja, dann würfel ich natürlich nochmal. Eine 2. Ja. Jetzt fügt er mir einen Schaden zu. Leider habe ich nur ein Leben. Ja, dieser Charakter hat ja zufällig nur ein Leben. Die meisten haben hier 2 Lebenspunkte und könnte dann nochmal würfeln und versuchen, ihn zu besiegen. Das Besondere bei ihm ist halt, er kann nicht sterben, weil wenn ein Spieler sterben würde, dann verhindere den Tod und ende dessen Zug. Ja, das heißt, ich tappe die Karte und bekomme keine Todesstrafen sozusagen, die ich abhandeln muss. Ja, wenn ihr das Monster tötet, bekommt ihr eben die Belohnung, hier in dem Fall 5 Credits, hier 4 Credits, man kann auch Lootkarten bekommen oder Schatzkarten. Dann werft ihr das Monster ab und zieht ein neues Monster, dann ist der Slot leer und zieht ein neues Monster nach und füllt es auf. Ja, könnt ihr natürlich auch auf Ereigniskarten treffen. Jetzt hätte ich da irgendwo eine schon vorbereitet, hier. Diese zum Beispiel. Also angenommen, ich müsste jetzt ein Monster ziehen. Dann ziehe ich die Cursed Chest, die muss ich vorher abhandeln. Ja, ihr seht das, was da drauf steht. Dann muss ich auswürfeln, was passiert. Dann handle ich sie ab und ziehe ein Monster. Ja, das heißt, Ende der Runde müsst ihr immer alle Slots befüllt haben. Was aber leider auch in der Anleitung nicht so sehr detailliert beschrieben ist, wozu ich aber dann später noch kommen werde. Ja, okay. Was passiert, wenn ich sterbe? Ganz einfach, ihr verliert ein Gold. Ja, also wir haben ein Gold. Das ist dann weg. Dann verliert ihr eine Lootkarte, die ihr von der Hand abwerfen müsst. Ihr dürft maximal 10 Karten auf der Hand haben. Und ihr verliert ein Item, das ihr ausgerüstet habt. Das könnt ihr euch aussuchen. So, dann kommen wir zu Punkt 4. Also die Spielerkarte, den Avatar aktivieren. Er hat hier eine Aktivierungsfähigkeit und die besagt, ich darf eine zusätzliche Lootkarte in dieser Runde ausspielen. Ja, also eine darf ich sowieso gratis spielen. Mit ihm hier darf ich noch eine ziehen. Das kann jeder Charakter machen, eine zusätzliche Karte ausspielen. Ist auch im Zug des Gegners möglich, wenn man sich diese Aktion aufhebt natürlich. So ein kleines taktisches Element nebenbei. Ja, dann am Ende eures Zuges werden alle Monster und alle Spieler wieder geheilt. Ihr müsst auf 10 Handkarten hier abwerfen und dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Ja, das Ganze geht jetzt so lange hin und her, bis einer 4 Seelen gesammelt hat und das Spiel gewinnt. Ja, und ihr seht schon hier, der Lost ist selber schon eine Seele wert. Ein extremer Startvorteil. So, was jetzt nicht so toll ist, die Regeln hier sind zwar total leicht eigentlich und wenig, aber es werden im Spiel so viele Regelfragen auftauchen und Spezialfälle, die durch die Karten auftreten können,
Diese Regel ist sehr undetailliert erklärt in manchen Situationen und es ist wirklich schwierig, erstmal reinzukommen. Als Vielspieler tauchen da schon ziemlich viele Fragen auf. Ja? Zum Beispiel, kann man öfter sterben in einer Runde? Ist hier nicht getackelt? Ja, ich glaube, die wollen das ganz einfach halten, dass es ja einfach möglich ist, ja, weil es gibt ja Situationen, da kann man öfter sterben. Ja? Man kann durch Karten öfter kämpfen, kann auch öfter hintereinander sterben. Ja, endet der Zug dann. Das steht ja, wenn man stirbt, endet der komplette Zug. Und dann gibt es Karten, Eventkarten zum Beispiel, die man hier ziehen kann bei den Monstern, die sagen, ich muss noch zwei Attacken durchführen. Ja, sterbe ich dann zweimal oder so, ist irgendwie ein bisschen komisch. Wahrscheinlich schon, wir haben schon so gespielt. Ja, oder es gibt auch solche Karten, die ich persönlich jetzt nicht, also überhaupt nicht in den Spiel sehen mag, ja, weil ich finde das echt komisch. Zum Beispiel, jetzt finde ich es gerade nicht, ich hätte es vorher eigentlich vorbereitet. Zum Beispiel kann man einen Spieler einfach so töten mit einer Karte. Ja. Also es ist echt Munchkin-Style, dass man hier die Würfel modifizieren kann und so weiter. Sehe ich mir nochmal kurz den anderen Loot an. Ja, hier haben wir es. Hier zum Beispiel, ganz banal, kill a player. Ja, das Spiel verläuft wirklich so, entweder geht es einem total dreckig oder total Bombe. Ja, und derjenige, dem es dreckig geht, hat dann, wenn der andere gut aufgestellt ist, so gut wie gar keine Chance mehr. Meistens, ja. Und dann zieht der vielleicht so eine Karte, tut dem einmal weh, das kitzelt den nur. Aber wehe, derjenige, dem es gut geht, zieht auch noch so eine Karte und kann den dann noch mehr runterhauen. Ja, oder der kommt wirklich gar nicht mehr ins Spiel. Oder hier auch, ja, da kann man einen Spieler einfach nur so eine Seele stehlen, ja, dem, der den meisten hat, stiehlt man eine Seele. Solche Karten verlängern dann unnötig das Spiel eigentlich irgendwie. Ist manchmal vielleicht ganz witzig, aber auf Dauer gesehen ist es echt unnötig eigentlich, finde ich. Und da gibt es echt so derbe Sachen, die einfach nicht sein müssen. Ja, hier zum Beispiel, all players take one damage, all players take one damage. 5 bis 6 All Players take 2 Damage. Ja, ich meine, ja, ist zwar ganz witzig hier, der Turm, aber wie gesagt, durch das kann man so oft sterben und wenn es einem schlecht geht, dann geht es einem noch schlechter und man kommt nie hoch hier. Ja, also solche Karten, die sind einfach zu banal. Ja, kill a player, also das ist schon heftig. Ja, aber zu den Regelfragen dann eben noch. Es gibt wirklich offene Sachen, zum Beispiel, es gibt viele Items, die lassen den Würfelwurf modifizieren. Wenn es jetzt ein Item gibt, ja, alle, die hier so ein Tab-Zeichen haben, dürft ihr beliebig aktivieren und als Reaktion erspielen. Da gleich noch die Regelergänzung. Es ist wie in Magic, ihr könnt auf alle Karten immer reagieren. Ja, der Gegner spielt eine Karte, dann reagiere ich drauf, dann reagiert er drauf, dann reagiere ich drauf und die letzte Karte, die gespielt wurde, wird immer zuerst abgehandelt. Ja, so viel dazu. Und hier noch, was ich sehe, ein globaler Effekt, ja, wenn irgendein Spieler eine 1 würfelt, aber das ist hier, wenn das mit dem Kreis ist und ein Buchstabe ist, ist es ein globaler, permanenter Effekt. Gibt es auch auf Monstern. Und ja, jetzt würfelt einmal einen Würfel und dann gibt es Items, die modifizieren die Würfel oder Zauber, also so Lootkarten. Und da steht zum Beispiel plus 2 auf den Würfelwurf. Ja, jetzt gibt es Monster, die besagen. Mal schauen, ob man das einen finden zufällig. Ja, ist ja egal. Es gibt Monster, die sagen, wenn man jetzt eine 3 würfelt, ja, dann macht er einen Schaden zusätzlich zum Beispiel. Ja, jetzt hätte ich eine 1. Und jetzt kann ein Spieler sagen, okay, er gibt den Wert plus 2. Ja, wie spielt man das denn jetzt? Geht es auf den tatsächlichen Würfelwurf oder werden die imaginären 2 Punkte da jetzt noch hinzuaddiert zu dem Würfel und der Würfel zählt dann auch als Effekt-Trigger für die Karte. Also das ist wirklich eine heftige Sache. Sowas muss man in den Regeln klären. Das kann man nicht einfach reinschreiben. Ja, es steht nur geschrieben, man addiert den Würfelwert drauf und ja, da kann man nicht eruieren, zählt das jetzt wirklich dazu oder nicht. Die Spiele, die ich kenne, ist es meistens so, dass nur der aktive Würfel, die Augenzahl zählt und nicht die Modifikation. Ja, also
Da haben wir nicht gewusst, wie wir das spielen. Wir haben es dann so gespielt, dass nur der Würfel zählt, was ja auch schon heftig genug ist. Ja, dann mit dem oft sterben. Ja. Es gibt Karten hier in dem Monster Deck, die sagen, du darfst zweimal angreifen zum Beispiel. Ja, wenn man jetzt zweimal stirbt. Wenn man stirbt, steht da, der Zug endet sofort. Ja, was mache ich? Dann muss ich jetzt die Karte komplett abhandeln und nochmal sterben. Ja, das heißt, ich verliere noch mehr und noch mehr und dann wieder eine Karte ziehen. Das ist zwar ganz lustig irgendwie, dass wenn man den Zug endet, durch diese Eventkarten dann noch oft noch mehr machen kann, als man eigentlich könnte. Aber wenn es steht, es endet der Zug, ja, dann ist es irgendwie dann auch ein bisschen komisch erklärt. Dann das nächste wäre, es gibt auch Monster, die sagen, erhöhe den Monster-Slot plus 1. Ja, oder na, Karten gibt es, die sagen, erhöhe den Monster-Slot plus 1. Ja, bleibt das dann jetzt permanent ein Monster-Slot mehr? Ja, oder wenn ein Monster besiegt wurde, ist es dann wieder auf 2. Ja, also da steht dann, ziehe eine Karte und mache einen dritten Slot. Komisch, ja, das ist irgendwie auch nicht toll geregelt hier. Also es gibt sehr viele Situationen, die basierend mit diesen Loot-Karten und mit diesen Schatzkarten hier, die sind ja sehr übermächtig, diese Karten, auftreten werden. Und da kann ich gar nicht alle Situationen jetzt beschreiben, aber was leider in der Regel überhaupt nicht gut gemacht wurde. Das ist schon so ein kleines Fazit von mir sozusagen. Und das finde ich an dem Spiel ja auch nicht so toll. Und ich hatte das selber jetzt noch nicht klären können. Wir haben das jetzt echt dreimal hintereinander gespielt. Werde da jetzt nicht mehr tiefer in die Materie eintauchen, aber die Regel hier, die ist wirklich schlecht gemacht. Ja, also ihr erfahrt zwar das Gröbste, wie man das Spiel spielt und es ist ja total unkompliziert, aber man hätte auf Karten viel detaillierter eingehen müssen oder ob, wie das dann mit den multiplen Toten ist, ob das dann auch so passt, wie man das spielt. Das ist wirklich komisch, komisch gemacht, das Ganze, und führt zu viele Ungereimtheiten. Ja, das war's, die Erklärung von The Binding of Isaac. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim Fazit wieder und da werde ich dann noch ein bisschen was zu diesem Spiel erzählen. Bis dann, euer Stream Board Gamer. Ciao.